Das Verbrechen macht keinen Urlaub. Und deswegen sind wir auch wieder hier zurück bei Lego Marvel Super Heroes. Sieht aus, als wäre die Party im vollen Gange. Ist das Leader? Wer ist denn Leader? Das ist auf jeden Fall einer mit telekinetischen Kräften. Interessant. Den brauchen wir auch. Du hirnlose, plappernde Bestie. Bin ich nicht. Jetzt bin ich endlich frei, um dich zu zerstören. Nein. Jetzt hast du mich auch noch unterbrochen. Genau, immer drauf auf die Rübe. Ich wollte euch eigentlich nur willkommen heißen zu einer neuen Folge Lego Marvel Super Heroes. Und mal gucken, wie wir jetzt den kaputt bekommen. Ich werde einfach mal Iron Man nehmen. Und ein bisschen drauf losböllern. Siehst du, das sind nämlich schon Sachen, die man kaputt machen kann. So, der Mülleimer. Ja, siehst du, das war's nämlich schon. So, hier, komm. Jetzt haut er ihn. Hat er sich jetzt verzogen? Siehst du, die hauen einfach mal ab. Das nennt man nicht taktischen Rückzug, das ist einfach nur die pure Angst. Bam, 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 bam. Was ist jetzt mit Hulk? Will Hulk nicht mehr? Doch, Hulk lebt auch wieder. Wo müssen wir hin? Der weiß auch nicht, was er da macht. Naja, auf jeden Fall macht er jetzt gar nichts mehr. Und Whiplash ist auch verschwunden. Der war gerade noch dort oben. Cool, dass man sogar bis hier raufkommt. Um diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Kenne ich. Meinen Verstand. Aber ich glaube, das ist nicht die richtige Antwort. Dann gib mir mal den anderen. Ja, ja, ich weiß, dass du was siehst. Erstmal kannst du es ja... Oh, ich habe ihn leider abgestochen. Das tut mir leid. Normal war es immer so, dass diese Schlitze so geleuchtet haben für denjenigen, für den die sind. Ja, ja, komm, mach. Ja, jetzt. So, genau. Zack. Und schon sind wir drin. Da können wir hoch. Und gleich müssen wir irgendwie diesen Schalter aktivieren. Oh ne, das war der schon. Was war denn da ganz oben jetzt gerade? Ich glaube, da war nur tödlicher Strom. Gehen wir besser einmal nicht hin. Die zerkloppen einfach alles. Die kleinen Lego-Ausbrechlinge da. Ich will gerade nochmal da hochgucken, was dort war. Ah, der kommt dort aber nicht hin. Da kommt wirklich nur Hulk hin, weil der so hoch springen kann. Der sollte mal zur Leichtathletik gehen. Komm. Da haben wir ihn wieder. Das ist voll praktisch, oder? Stell dir mal vor, du hast keine Stromkosten mehr. Und da ist wieder unser Freund. Ach nein. Ich dachte, wir haben ihn schon besiegt. Die Alien meint jetzt wohl, dass Abomination wohl einer der Gegner von Hulk ist. Das könnte sogar sein, ja. Ich bin da gar nicht so auf der Höhe, was diese Hulk-Filme angeht. Aber, wo sie es mir dann gesagt hat, kam mir das gar nicht mal so spanisch vor. Und ich denke, hier gibt es gleich den nächsten Fight mit dem Abomination. Hier ist doch noch irgendwas zum kaputt machen. Was ist denn hier? Da, das ist wieder mit magnetisch. Können wir wieder nicht. Mann. Im Zweifel muss ich irgendwo drauf schießen. Im Zweifel ist das immer so. Da oben, guck mal da. Ich muss erst da hochfliegen. Flieg und Sieg. So, achso, gut. Erstmal muss Iron Man das hier regeln. Ja, da! Ah, die Schweine, verstecken die sich. Ich glaube, ich muss den Strom abschalten. Kann das sein? Geht das irgendwie? Und ich muss erstmal was bauen. Das ist viel wichtiger. Ich klopfe die ganze Zeit nur. Krallenschalter. Okay. Wolverine muss ich jetzt irgendwie hier raufkriegen. Das ist noch die größere Frage, wie wir das machen. Also der muss irgendwie hier rauf. Geht das irgendwie kaputt? Das geht ja gar nicht kaputt. Mit dem kann ich wahrscheinlich auch gar nichts anhaben, ne? Nee. Gut, wir fliegen einfach mal eine Runde. Da kann ich noch was bauen, das habe ich übersehen. Ja, das wird uns wahrscheinlich weiterhelfen. Ist auch direkt für Tony. Ziemlich praktisch. Kann kein anderer bedienen. Oh, es ist niedlich. Alter, geht das schwer.
Alter. Ach, das kann ich gedrückt halten in dem Fall. Jetzt gibt's einen Kurzschluss. Einen Knall. Bam! Ruhe! Es ist noch nicht Zeit aufzuziehen! Und es war so klar, dass der sich hier gleich befreit. Da kannst du auch mal stark von ausgehen. Los, ja, ich weiß, dass du riechen kannst. Ach, Hulk wird den jetzt persönlich da rausholen, oder wie? Das ist aber dumm. Ich dachte, dass wir den da drin lassen, aber okay. Bum, bum, bum. Wo ist denn der jetzt hingefallen? Egal, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie ich ihn raufbekomme. Oh, wie niedlich. Guck dir diesen kleinen, süßen Hintern an. Ja, ich weiß, dass du hier in der Wand gehen kannst. Ich finde es sogar, wenn der jetzt seitlich geht. Oh, das ist geil. Ich liebe das. Und Iron Man macht das auch, obwohl er eigentlich fliegen kann, der Dödel, ja? Also so der Schlaus ist er dann doch nicht. Und das Tor geht auf. Und auch da zerkloppen sie wieder alles. Hulk, walte deines Amtes. Für dich nehme ich immer sowas, der kann nämlich immer erstmal gut durchbrechen. Siehst du, das macht dem gar nichts, wenn er einmal getroffen wird. Touchdown! Ne, er hat ein Field Goal erzielt. So. Er ist leider nur nicht schlau genug dafür, diesen linken Schalter, aber dafür reicht es erstmal hier. Wie viele das auch sind. Komm, flieg doch mal. Lass dich doch mal fallen, Mensch. Wir haben den gerade ein zweites Arschloch geschossen. So sah es zumindest aus. Na dann, lieber Tony, leg den Schalter um. Und ich frag mich, was das für ein... Diese Maschine könnte Sabertooth ja... Was das für ein... Gefängnis ist, wenn hier überhaupt keiner ist. Guck mal, der schwitzt doch schon, der hat Angst. Ich darf bestimmt nicht an den Rand... Oh, guck mal, wie schwer das ist. Ich darf sogar an den Rand kommen. Da. Das ist Deadpool, oder? Habe ich mich da jetzt vertan? Stanley ist auch wieder da. Natürlich ist er wieder da. Und er erfreut sich im Moment sogar bester Laune. Moment mal. Raus hier. Ah! Okay, er hat uns gesehen. Wir sind aufgeflogen. Wissen wir, in welchem Stockwerk er ist? Jarvis, kannst du die Aufzugsteuerung hacken? Wir müssen sofort dahin. Ja, Sir. Verbindung zur Aufzugsteuerung wird hergestellt. Ich habe neulich mal erfahren, was Jarvis heißt. Ich glaube, die Jarvis ist die Abkürzung für just another random very intelligent system oder sowas. Also, da haben sie sich einfach was überlegt und davon eine Abkürzung genommen. Für die große Flucht geschafft. Red Skull. Reno. Stanley. Ist auch eingesperrt. Magneto. Überall Superschurken. Superschurken, macht Bekanntschaft mit meinem Superanzug. Ja, der Anzug braucht noch ein paar Änderungen hier und da. Das nicht gut. Okay, das ist... Hulk versucht es zusammenzusetzen. Nur, oder zieht es hier plötzlich ein wenig? Oh, schicke Unterhose. Iron Man. Endlich. Na komm schon, mein Junge. Ein Bossfight. So wie es sich gehört. Aber ich nehme Hulk. Denn der muss hier ein bisschen kloppen. Weil Wolverine ist ja eigentlich nicht der beste Charakter. Das muss man dazu sagen. Denn der ist auch von Magneto sehr beeinflussbar. Ich weiß gerade nur nicht, auf was wir gehen müssen. So, Hulk Smash. Super. Auf jeden Fall kann ich jetzt ihm ordentlich Münzen absahnen. Ja, immer drauf. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir hier das Richtige machen. Sabertooth treffe ich nicht. Jetzt passiert irgendwas. Ah, ich glaube, ein Motor oder sowas ist kaputt gegangen. Oder der hat es angehalten. Wir müssen wohl etwas Schweres auf Sabertooth werfen, um ihn auszuschalten. Ja, das ist ja kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Ich glaube, Sachen zu bauen gehört nicht zu deinen Dafür brauche ich Wolverine.
Moment greifen sie auch nicht an, das ist gut. So, Hulk, los. Ha, zerkloppt haben wir ihn. Bam. Und weiter geht's. Münzen, Münzen, Münzen. Zermatschen, zermatschen, zermatschen. Ich finde das so gut. Also eigentlich kann man Hulk nicht viel anhaben. Der soll doch mal diesen Tritt machen. Das ist das Geilste. Los, krall dir doch mal ein. Los. Hulk Smash. Keiner da, schade. Ja, komm. Tu's normal. 4 Plattformen, ich weiß das. Dasselbe Spiel wie beim letzten Mal. Das Gute ist, die greifen uns nicht mal an. Also eigentlich kann hier gar nichts schief gehen. Nein, nimm ihn. Na, komm schon. So, trifft. Wunderbar. Und haben auch den True Believer geschafft. Sehr gut. Und wir nehmen nochmal ein bisschen hier unseren Kleinen. Zack, zack. Zerschnitzelt. Das ist eigentlich das, was seine Superkraft ausmacht, ne? Dass er Leute schön zerschnitzen kann. Zu schönen kleinen Figürchen. Aber mit Hulk geht das alles ein bisschen schneller. Der steht hier in der Mitte rum. Kann ich ihn jetzt mal treffen? Ne, der weicht echt immer aus. Also wenn man hier jetzt wirklich mal ein bisschen Button Smashing macht, dann verliert man nicht mal Leben. Aber das muss ich doch jetzt nicht 4-mal machen, oder? Ich glaube, jetzt kann ich es beides in einem machen. Ja, genau. Entschuldigt die Störung, aber es ist Zeit für uns zu gehen. Kein Problem, aber ich habe da noch ein Wörtchen mitzureden. Denn ich finde, ihr solltet noch ein bisschen bleiben. So, jetzt Hulk, tu es. Tu es. Ich habe ihn direkt getroffen sogar. Ne, doch nicht. Das Falsche, oder? Ich dachte, ich hätte ihn direkt getroffen. Ach, verdammt, jetzt hätte ich mich verdrückt. Jetzt muss ich es bestimmt nochmal bauen. Oh nein. Nee, doch nicht. Ist direkt fertig. Ready for destruction. Na, nimmst du das? Jetzt. Und Ende. Jetzt gibt's auf den Sack. Nein! Ich glaube, so eine Plattform ist super praktisch. So was werde ich mir auch mal zulegen. Du grüner Gorilla. Abomination ist zurück. Der Kampf beginnt von vorne. Mystik. Praktisch. Aber ich glaube, ihn lassen wir nicht entkommen. Das wird Wolverine jetzt bestimmt verhindern. Los. Oh nein, der wird bestimmt auf uns schießen, nichts kann das sein? Kann uns jetzt aufhalten. Das ist ja ein Bossfight nach dem anderen. Ach, ich kann nicht sehen. Okay, Licht hilft uns. Das heißt, wir werden wahrscheinlich... Genau das. Das meinte ich. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Guck mal, das Loch. Au. Wir gucken da mal gerade rein, ob hier sonst noch was ist. Stan Lee haben wir nämlich nicht gefunden bisher. Das finde ich sehr, sehr schade. Wir haben ihn zwar eben mal gesehen, aber er ist weggelaufen. Hier ist ein Schalter. Okay. Komm, hilf doch mal. Den ich nicht umlegen kann. Schade. Dann schauen wir mal, wie ich... Ah, da, dort kann ich was graben. Wie so ein kleiner Hund. Ist es nicht schön? Los, 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 los. Da ist nämlich der erste Suchscheinwerfer. Nein, komm. Nein, nein, nein. Hier. Ah, ach los. Das klappt irgendwie gerade nicht so. So, jetzt. Jetzt klappt das. Mit der seitlichen läuft, ich finde das so geil. Kann ich da rein?
Nein. Warum wird mir angezeigt? Nein, das ist doch das ist doch Shit. Warum? Hä? Oh, ich bin auf seinem Gesicht. Der stinkt, oder? Also, Heil kommt gerade nicht so klar. Kann es sein, dass es das Falsche ist? Dass ich jetzt noch nicht brauche? Dass ich noch ein anderes Terminal irgendwie kaputt machen muss vorher? Hm. Wir suchen einfach mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ah, nein! Lass mich. Nicht du, nicht du. Da ist wieder was. Da können wir auch hoch. Nein, hä? Wie mache ich denn das da oben kaputt? Ah, das ist halb. Das ist halb. Okay, wie kriege ich denn das kaputt? Nein, lass mich. Au. Das ist was für Hulk. Wie komme ich darauf? Hm, okay, hier ist es nicht. Und ich hänge fest, verdammt. Es gibt nicht viele Wege. Es gibt nicht viele Wege. Oder kann es sein, dass ich dafür den kleinen Bruce Banner brauche? Werde ich gleich mal testen. Wo ist er denn? Komm her. Der kann ja da nicht hoch, ne? Oder? Nee, das... Jetzt, ach shit, jetzt war er schon fast oben. Komm her. Nein, nein. Geh doch mal mit deinem Drecksatem da weg. Das geht ja gar nicht klar. Wie mach ich den nochmal? Ach, ich muss das halten. Warte. So. Ich musste mal gerade klein machen. So. Vielleicht brauche ich ihn. Das könnte ja durchaus sein. Das ist ein Speicherpunkt, den brauchen wir aber nicht. Aber ihn kriege ich da nicht hoch. Moment, das kann ja gar nicht sein. Manchmal wünschte ich, ich hätte Regenerationsfäden. Hm. Hier ist noch eine Kiste, die aber nicht kaputt geht. Wir brauchen Iron Man. Definitiv. Na komm. Also ich flitze da gerade nochmal hoch. Nee, 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 nee. Lass das mal. Lass das mal bleiben. Den machen wir wieder groß. Bumm. Dicke Arme. Bam, bam, bam. So, damit er sich hier unten wenigstens... Alter, wie der einem draufhaut. Damit er sich wenigstens wehren kann. Ich möchte eigentlich nur diese Teile kaputt machen und... Ach, das mit dem Atem ist ein bisschen nervig, ne? Ich komme hier gar nicht aus der Ecke raus. Ach, komm schon. Lass mich doch gehen, Mensch. Ich will doch nur wissen, ob mir diese Ventile hier was bringen, wenn ich die kaputt mache. Glaube aber nicht, oder? Obwohl da irgendwas blinkt. Ne, jetzt geht's weg, okay. Gut, wir probieren es nochmal. Aber komisch, dass das nicht geklappt hat. Ich muss bestimmt erst auf den Punkt da drücken, oder? Nee, muss ich nicht. Und jetzt? Jetzt kommt er nämlich wieder runter. Also ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Hier ist was, was ich nicht kaputt machen kann. Ach, er kann die Container aber kaputt machen. Das ist gut. Vielleicht ist da noch... Au! Hat sich gut einkassiert. Vielleicht ist da noch irgendwas drin. Nee, der geht aber auch kaputt. Hm. Warum kommt dieser Container wieder? Das... verwundert mich ein bisschen. Das ist ja eigentlich nur bei Items, die wichtig sind, oder? Hier vielleicht. Oder hier vielleicht. Irgendwas Wichtiges. Diese Container, wo... Jetzt hat sich's gerade gefärbt. Habt ihr das gerade gesehen? Kann ich das dann vielleicht auch ab und zu mit ihm kaputt machen? Nee. Ach, komm schon, willst mich verarschen hier? Manchmal klappt das mit der Attacke nicht. Also, das klappt auch nicht. Hm, es bleibt eine gute Frage. Nein, lass mich mit deinem scheiß Atem in Ruhe. Das war nur ein Speicherterminal, ne? Ja. Das war's also auch nicht. Ihr werdet es wahrscheinlich schon lange wissen. Und ich grübel hier noch rum, aber es ist meiner Meinung nach gerade nicht so offensichtlich. Also ist für mich klar, dass ich letztendlich darauf muss.
Erstmal komme ich, glaube ich, auch nur hier rauf. Weil da kommt er ja nicht rauf. Jetzt geht's. Ich stand wohl nur nicht richtig. So, komm, schau mich an. Schau mir in die Augen, Kleines. Dann kann ich ihm bestimmt Damage machen. Ah, das hat jetzt so viel Zeit gekostet. So, Hulk. Hau ihm. Hau ihn. Hau ihn. Mach ich doch. Ja, das war der... Der Kopf ist weg. Schön. So, das dürfte Nummer 1 gewesen sein, oder? Ja. Nein. Ach, das ist doch... Das ist doch reine Schikane, Mensch. Die Effekte sind für ein Lego-Spiel echt erstaunlich. Ich finde das echt geil. So, ich brauche wahrscheinlich wieder ihn. Denn irgendwas muss ich jetzt verändern. Und das werde ich mir jetzt mal suchen. Hier ist es nicht. Au. Hab ich einen drauf bekommen? Wo läuft er denn hin? Nein, ich... Ach, Mensch. So komme ich doch nicht ans Ziel. Ist halt blöd, wenn der einen einkesselt. Da oben ist ja noch dieser Schalter. Ich denke mal, der wird jetzt hier nichts machen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oder ich habe gerade eine Idee. Muss ich vielleicht den Bruce Banner hier hochbringen und dann hier was zerkloppen? Autsch. Autsch, autsch. Viele Scheinwerfer gibt es ja nicht. Also es kann ja nicht überall sein. Ich gucke mir gerade nur nochmal die Ecken an. Auch nicht toll. Ja, der Fight ist ja mal ganz schön fordernd. Hätte ich das vorher gewusst. So, du und du. Meiner Meinung nach ist er zu langsam mit dem Töten. Das stört mich manchmal so ein bisschen an ihm. Hallo? Ich möchte wechseln, aber ich darf nicht. Ach, verdrückt schon wieder. Verdammt. Nein, mach dich doch mal klein, Mensch. So. Nein. Ach. Na gut, er kassiert natürlich. Er kann ja auch nicht viel. Ich guck grad... Nee, 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 nee. Ich mach den jetzt mal hier oben groß. Weiß ja nicht, ob mir das irgendwas bringt. Kann ich das hier vielleicht... Nee. Au. Das geht auch nicht. Es gibt doch nicht so viele Möglichkeiten, mein Gott. Was kann es denn noch sein? Da geht's auch nicht. Aber hier ist noch ein Weg rauf. Ist halt die Frage... Warte. Ich sehe gerade. Den kann er aber nicht raufgehen. Aber den kriegt Wolverine vielleicht hin. Sehe ich gerade. Nein, das geht natürlich nicht. Alter Schwede, wo muss ich denn lang? Das ist doch nicht mehr witzig. Hm. Ich möchte eigentlich gar keine Gegner mit dem töten, weil mir das viel zu lange dauert. Also, dass die Kiste wichtig ist, das habe ich jetzt schon begriffen. Ich sehe auch, dass es da hinten einen Weg gibt. Aber ich sehe halt gerade nicht, wie wir da hinkommen. Nervig. Und ihr helft mir ja auch nicht, ne, ihr Schweine. Und die Kisten hier kommen immer wieder. Jetzt stehe ich in der Ecke, das ist schlecht. Komm, lauf, 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 lauf. Kann ich irgendwas kaputt machen? Ich denke, hier werde ich jetzt noch nicht hinkommen. Da sind wieder diese besonderen Teile. Es ist ja wie immer, dass ich die noch nicht einsacken kann. Kann ich hier runterspringen? Kann ich auch nicht. Ich kann eigentlich nichts machen. Und hier ist so ein Schalter und der bringt mir nichts. Hallo? Sabertooth, schön, dass du vorbeischaust. Kann ich irgendwie die Lichter ausmachen? Was mir eigentlich nichts bringt, weil ich es ja noch brauche. Man muss jetzt alles ausprobieren. So irgendwas? Nö, auch nicht. So. Jetzt kann ich es aber schon... Hm, das bringt es auch nicht. Also, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt?
bin mir da noch unsicher. Ich bin mir da noch unsicher. Sonst würde ich sagen, meine lieben Freunde, wir sind ja schon wieder gut in der Zeit. Wir haben ihm ja schon ein Herz abgezogen und die anderen zwei nehmen wir ihnen dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Mit dem kleinen Hulk und dem noch kleineren Wolverine gegen den großen... Wie hieß er nochmal? Abomination oder Abomination? Ich weiß es gar nicht mehr. Hab's schon wieder vergessen. Naja, hoffe, wir sehen uns dann wieder und ihr seid dabei, wenn es heißt Let's Play Lego Super Marvel... Nee, Marvel Super Heroes. So rum. Mit dem Schabo. Bis dahin. Ciao!